Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heath80 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das Steelbook schon Anfang Mai. Oh ja, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, dazu ein Video zu machen, zum neuesten Disney-Animationsstreich von Pixar, nämlich der Film Red. Den gibt es ja schon bei Disney Plus anzugucken und habe es auch schon getan. Die Emma ist bei diesem Film Feuer und Flamme. Sie hört sich dieses Hörspiel gefühlt jeden Tag 2 bis 3 Mal an. Also ich kann jetzt auch schon mitsprechen. Aber ihr wisst ja, ich bin ein großer Freund von den Discs oder von Blu-rays und deswegen habe ich mir noch das Steelbook geholt aus Italien, nämlich hier einmal Red, das italienische Steelbook mit einer deutschen Tonspur. Es ist auch baugleich zu dem Zavi Steelbook, aber hier ganz wichtig für euch zur Information, bei Zavi gibt es eben keine deutsche Tonspur und da ist für mich auf jeden Fall ein No-Go und ist auch wesentlich teurer als das hier gewesen. Von Zavi kostet, glaube ich, 31 Euro, das kostet, glaube ich, gerade mal 23 Euro, von daher ist auf jeden Fall auch ein ganz guter Preis. Das Steelbook schaut recht schlicht aus, aber das kennen wir leider schon von Disney. Aber ganz ehrlich, bevor ich mir eben die sogenannte Special Edition hole aus Deutschland, hier mit der DVD und der Blu-ray und ein paar Posterkärtchen, dann doch lieber das Steelbook aus Italien importieren und auch passend zu meiner kompletten Disney Steelbook-Reihe. Also von daher hier für mich persönlich alles richtig gemacht. Und der Film wird, denke ich mal, ganz sicher nochmal im Player landen. Auch wahrscheinlich mit mir an der Seite von der lieben Emma. Muss aber gestehen, leider war der Film nicht ganz so mein Geschmack. Er ist natürlich schon sehr mädchenhaft. Und naja, aber Geschmäcke sind mal verschieden. Und ja, wir machen mal das Steelbook auf. Und dann gucken wir uns das mal an. Und ist natürlich der Bau typisch von Disney. Mit dem Schuber außenrum. Und auch hier haben wir auch einen Bonus-Disc mit dabei. Aber ich kann nicht genau sagen, ob auch hier auf der Bonus-Disc auch eine deutsche Tonspur mit dabei ist. Denn da ist nämlich in dieses Klebchen drüber geklebt worden. Ich schaue mal kurz drunter. Ich lasse es einfach. Ist egal. So, hier ist das Steelbook zu Red. Und wir machen mal ganz kurz einen kleinen Schwenk in die Ego-Perspektive und gucken uns mal das Steelbook mal dann ganz genau an. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit dem Steelbook zu Disney's Red. Und ja, so schaut das Ganze hier aus. Und natürlich hier vorne drauf der extrem zuckersüße Panda, wie man hier so sieht, der sich gerade erschreckt, dass er sich in einen Panda verwandelt hat. Die gute Melin Lee. Aber um was es überhaupt geht, am besten mal zu dem Film angucken. Wie gesagt, man muss so einen Film schon mögen. Also mein Geschmack war jetzt nicht ganz so sehr, aber natürlich für die Emma ein perfekter Film, wo sie extrem viel Spaß dabei gehabt hat. Das Steelbook kam schon am 3.5. auf dem Markt in Italien raus. In Deutschland kam der Film ein bisschen später raus. Wie gesagt, aber leider keine Steelbook, sondern eben nur in einem Schuber-Version mit Postkarten und auch der DVD und der Blu-ray. Der Film kam auch nicht ins Kino, sehr, sehr schade, sondern gleich bei Disney Plus. So, okay, wir machen mal den Schuber runter. Und natürlich hier wieder Disney-typisch, eben wieder hier, passt natürlich auch zu dem Motiv hier Red. Und ein paar Teile noch von dem Panda-Bauch. Und hier auf der Rückseite, eben hier auf Italienisch, eben dann die Inhaltsangabe zu dem Film. Ein paar Szenenfotos aus dem Film. Und hier und dann noch hier eben die technischen Daten. Natürlich auch alles hier auf Italienisch geschrieben. Aber für euch ganz wichtig, eben hier auf der Blu-ray-Disc haben eben hier Tedesco stehen. Und Tedesco ist, wie ihr wisst, Deutsch. Also von daher haben wir auf der Blu-ray-Disc eben hier eine deutsche Tonspur drauf in Digital Plus 7.1. Und leider hier, denke ich mal, ob schon auch eine Untertitel geben hier, aber nicht wirklich gut zu ersichten hier, dass auch hier eine deutsche Tonspur oder deutscher Untertitel mit dabei ist. So, schon mal dazu. Und jetzt nochmal zum Steelbook an sich. Hier haben wir ein recht schlichtes Steelbook gehalten, eben hier mit dem Panda vorne drauf. Keine Prägung, aber dafür ist es bedeutend recht scharf hier, wenn man mehr genau rangeht. Also man kennt hier gut schon mal das Fell von dem Panda. Auch hier haben wir einen kleinen Glanzeffekt von dem Studentenausweis hier. Und hier haben wir das Gesicht.
Und dann drehen wir jetzt hier mal rum. Hier haben wir eben dann den englischen Titel Turning Red stehen. Und hier oben Disney und Pixar. Und nur das Disney-Logo. Und auf der Rückseite eben nochmal dann hier die Meilin. Auch hier hat man das Gefühl, dass eben hier auch die Brille mit einem Glanzeffekt versehen ist. Aber ist ja nicht der Fall. Aber trotz alledem auch hier ein sehr schönes, scharfes Motiv. Und dann schlagen wir das hier mal auf. Und so schaut das Steelbook dann von außen aus. Man muss gestehen, es ist vollkommen in Ordnung. Man hätte es besser machen können, ja, aber auch wesentlich schlechter. So, innen drin, schauen wir mal rein. Und da haben wir wirklich was Farbenfrohes hier. Auch nochmal hier das schöne Motiv, was wir auch schon auf der Rückseite hier haben. Nämlich das hier ist als Hintergrundmotiv gewählt worden, was auch sehr gut passt. Dann haben wir hier eben die Blu-ray-Disc vor uns liegen. Auch hier wieder mit demselben Motiv wie auch schon das Steelbook. Und dann nochmal hier dann die Bonus-Blu-ray. Und diese sieht hier so aus. Hier raus. Und auch ein bisschen verändert das Ganze. Und nochmal hier eben dann ein sehr schönes farbenfrohes Hintergrundmotiv zu Red. Eben hier mit ihren vier Freunden. Und sie, die durch die Straßen von New York flitzen. Ja, das war wieder das Steelbook zu Red. Ich muss sagen, es ist vollkommen in Ordnung für den Preis. Bei Zavi hätte ich gesagt, okay, ist ein bisschen teurer, aber hier passt auf jeden Fall das gesamte Paket. Und um das sagen, wir gehen mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Das war das Steelbook zu Red. Und ja, ich für meinen Teil muss gestehen, das Steelbook gefällt mir ganz gut. Man hätte es besser machen können mit Glanzeffekt, mit Prägung. Aber auch das sind immer wieder dieselben Dinge, die mir gefallen würden. Aber die bekomme ich so gut wie fast nie mehr her. Und ja, von daher ist das Steelbook ist auch okay. Also man hätte es besser machen können, wie gesagt. Und ja, wenn ihr den Film erstmal angucken wollt, einfach mal bei Disney Plus schauen. Da ist auf jeden Fall verfügbar. Und wenn er euch gefallen könnte, dann holt es euch auch noch auf der Blu-ray-Disc. Einfach aus dem Grund, man weiß ja nie, was noch so kommen mag. Und man hat auf jeden Fall was in der Hand. Und man kann das auch nicht mehr verändern, wenn es schon mal auf Disc gebrannt ist. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Kauflink ist unten in der Videobeschreibung aus Amazon Italien. Könnt ihr das Ganze mal bestellen per Bankverbindung und mit eurem deutschen Account. Also auch kein großer Akt dafür. Und ja, das war es erstmal von mir. Wie fällt ihr denn das Steelbook und wie gefällt euch denn der Film? Ganz wichtig vor allem. Und ja, das war es erstmal von mir. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und...